Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Juli bietet für euch einige interessante berufliche Chancen, wenn ihr nicht gerade Urlaub macht. Auf Reisen könnt ihr der Liebe begegnen, andererseits können Reisepläne auch ins Stocken geraten. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, weil es irgendwo hakt, bin ich natürlich gern für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch zu gewinnen, denn das ist jetzt in der neuen und überarbeiteten dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und eins der neuen Bücher mit einer persönlichen Widmung drin verlose ich diesen Monat. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli, euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und das gibt es als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Zu Beginn des Monats steht die Sonne im Krebs in eurem Finanzbereich. Sie bildet in der ersten Woche günstige Aspekte zu Jupiter und Neptun. Und dieses Dreieck hier lässt darauf schließen, dass ihr eine erfolgreiche Woche im Job haben werdet und auch das Geld hereinkommt. Der Merkur steht im Löwen und ebenso die Venus und der Mondknoten, all das günstig zur Zwillingesonne. Ihr seid jetzt noch mehr als sonst Meister der Kommunikation und könnt die süßesten und verführerischsten Liebesnachrichten verfassen. Der Mars steht im Wassermann und ist rückläufig geworden. Und seine Position deutet an, dass ihr interessanten Typen auf Reisen begegnen könnt. Das ist natürlich besonders spannend für Solo-Zwillinge. Allerdings ist der Mars ja jetzt rückläufig, das heißt, eure Reisepläne können sich ändern oder jemand macht plötzlich einen Rückzieher. Aber ärgert euch nicht, gerade aufgrund dieser Veränderungen trefft ihr womöglich ganz unerwartet auf jemanden, der oder die sehr interessant für euch ist und am Ende führt es zu etwas Gutem. Seid auf jeden Fall offen dafür, dass sich eure Pläne, auch längerfristige, in den kommenden beiden Monaten wieder ändern können, häufig auch, weil andere nicht mehr mitziehen. Und passt auf, dass es in den Tagen zwischen dem 3. und dem 7. Juli darum nicht zu einem Streit kommt. Am 10. Juli wechselt die Venus ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den Familienbereich eures Horoskops. Das heißt, netter Besuch steht an oder ihr nutzt die Phase, um euer Heim zu dekorieren. Da wir in diesem Monat gute Sterne zum Entrümpeln und Ausmisten haben, wäre das vielleicht auch ein Tipp für euch, um wieder mehr Frische und Klarheit in euer Zuhause zu bringen. Allerdings dürft ihr nicht erwarten, dass andere alles für euch machen. Ihr müsst schon selber mit Hand anlegen. Am 13. Juli haben wir dann den Neumond im Krebs, der auch eine partielle Sonnenfinsternis ist. Und für euch fällt er auf die Achse eurer Werte und eurer Verantwortlichkeiten. Und der Neumond eignet sich gut dafür, darüber nachzudenken, welche Sachen ihr wirklich noch braucht und wovon ihr euch eventuell trennen könnt, wenn ihr etwas Wertvolles Neues anschaffen wollt. Es ist auch eine gute Zeit, um die Papiere zu sortieren und alte Unterlagen wegzuwerfen. So eine Aufräumaktion bringt Ordnung in eure Finanzübersicht. Und weil auch die Lilith mit dabei steht, fällt es euch leichter als sonst, euch von unnötigem Besitz zu trennen, denn ihr habt dann das gute Gefühl, dass euch das unabhängiger macht. In der Woche drauf habt ihr eine schöne Phase, in der ihr einen guten Zusammenhalt mit euren Familienmitgliedern erleben könnt. Das könnt ihr beispielsweise nutzen, um über zukünftige berufliche Pläne zu sprechen und wie ihr das gemeinsam stemmen könnt und wer wo mithelfen kann. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dann ins Zeichen Löwe und aktiviert für 4 Wochen eure Neugier und euren Spaß, etwas dazuzulernen oder auch Urlaubspläne zu machen. Gerade bei letzterem müsst ihr aber weiterhin mit Planänderungen rechnen, denn am 26. Juli wird der Merkur rückläufig und das ist ja euer Herrscherplanet. Und die Rückläufigkeitsphase dauert diesmal bis zum 19. August. Solange ihr flexibel bleibt und es mit Humor nehmt, ist alles okay. Aber für viele andere ist es nicht immer so leicht in diesen Tagen. Denn am 27. Juli haben wir eine totale Mondfinsternis und die zeigt heftige emotionale Reaktionen an. Nicht so sehr bei euch Zwillingen, aber doch bei anderen Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Und die findet statt in den Zeichen Löwe und Wassermann und da ist der Mars dran beteiligt. Deswegen kann es da hoch hergehen.
Zu eurem eigenen Zeichen stehen die Konstellationen in Harmonie und das kann euch sogar zu wunderbaren Ideen inspirieren. Aber, das habe ich in der kosmischen Schwingung schon beschrieben, wenn sich durch eine Äußerung von euch jemand in seinem Stolz und seiner Würde verletzt fühlt, reagiert die Person äußerst ungehalten und heftig. Für euch wäre deshalb mein Tipp, dass ihr euch ein bisschen zurückhaltet mit Späßen und Scherzen, die möglicherweise auf Kosten anderer gehen. Die Menschen sind bis zum Monatsende äußerst empfindlich und können womöglich nicht darüber lachen, auch wenn es von euch witzig gemeint war. Sogar wenn ihr einfach nur humorvoll eine andere Meinung äußert oder die Lebensphilosophie von jemandem hinterfragt, kann das schon reichen, dass die Person an die Decke geht. Das gilt natürlich auch für einen Flirt. Viele Zwillinge mögen freundliche Neckereien, um einen Flirt ein bisschen aus der Reserve zu locken. Rund um die Mondfinsternis kann diese Taktik aber nach hinten losgehen, besonders wenn ihr es mit einem Löwen, Skorpion, Stier oder Steinbock zu tun habt. In diesen Tagen ist etwas Rücksicht angebracht, denn die Mondfinsternis wirkt viel stärker als ein normaler Vollmond. Und eine unbedachte Bemerkung oder eine gefühlsmäßige Verletzung kann sich dann anschließend noch bis zu 3 Monate lang unterschwellig weiter auswirken, ehe man die Chance bekommt, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Mit Leuten, mit denen ihr auf einer Wellenlänge seid, könnt ihr aber viel Spaß haben und jede Menge verrückter Pläne machen, die euch sehr inspirieren werden. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der 3. Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.